Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben, nachdem wir eine Todeskralle erledigt haben, mit der wir uns eigentlich anfreunden sollten, aber Rose ist ja völlig irre, uns auf solche Missionen zu schicken. Gut, das haben wir abgeschlossen gehabt und haben als nächste Aufgabe etwas aus einem Supermutantenlager zu stehlen, das wo früher mal der stählernen Bruderschaft gehörte. So, wir mal gleich mal gucken, wo wir da hin müssen. Das ist das da drüben. Ja, das ist ja nicht so weit. Da können wir direkt hinlaufen. Dann machen wir das. Und dann können wir auch noch bei White Powder Wintersports vorbeischauen. Denn leider ist unsere Brandachse in der Zwischenzeit kaputt gegangen. Und wenn ich mich richtig entsinne, gab es da auch Werkbänke für Waffen. Gut, machen wir das. Also hier irgendwo den Hügel runter. Ah, das geht ja schneller als das erste Mal, weil es bei uns auf dem Weg nach Top of the World gemacht haben. Und da vorne haben wir Opossum. Mal gut, zwei so, ja. Die können wir jetzt mit der Faust hauen oder so, keine Ahnung. Ich durfte mal an den einfach vorbei. So. Wo ist das hier? Das muss irgendwie in die Richtung sein. Das soll gleich zu sehen sein. Genau. Da ist White Powder Wintersports. So. Der Abstecher muss mal kurz sein. Denn ohne die Brandachs macht das ja nur halb so viel Spaß. Und wir verschießen unnötig Munition an kleinen Gegnern. Was haben wir da drin? Ist hier gerade irgendwas bewegt? Das schon mal hier sehen. Ne? Da, Supermutanten. Okay. Ich kriege erstmal eine Granate da drin. Immer auf der Seite, immer auf der Seite. So. Erledigt. So, schön durch ihn geschmissen, die Leute. Die Supermutanten da. Da ist der nächste. Ach Gottchen, Level 5. Ach, stimmt, ja, wir sind ja am Ball zurück. Kronkorken. Automatisch den Pulver. Schießpulver. Schießpulver wird mitgenommen. Schießt wieder irgendwer. Und da von hinten? Ja. Auch erledigt. Jetzt Zeitalter von Supermutanten. Ja, bei dem Thema reden wir aber nochmal. Ich glaube nämlich nicht. So. Oh, erstmal hier alle plündern. Looten. Kronkorken. 308er Gewehr. Lerkgewehr. Gut, eingepackt. Kronkorken, Splittergranate, sehr schön. Hätte man sich eigentlich sparen können, die Granaten hinzuwerfen. Nein, da unten ist ein Kronkorken vorhat mit 14 Kronkorken drin. Genau. Wo Gut, du haben wir hin? Hä? das. So viel zu Ich dem. dich finden, dich umbringen. So viel zu dem Thema, dass das Zeitalter der Supermutanten, wenn die nicht mal in der Lage sind, mich zu finden. So, gut, da ist auch die Waffenwerkbank. Das machen wir gleich. Jetzt möchte ich erstmal gucken, wo der ist, der hier unten drin steckt. Ja. Der nimmt da keine Notiz von uns. Nicht so richtig jedenfalls. Schrank zu, damit wir an ihn rankommen. So, Kronkorken, sehr schön. Oh, was kommt der denn jetzt her? So, E-Kronkorken, na toll. Gut, Hotdog eingepackt. Genau, eine Kiste, Fusionszelle, Haarklammer, Schießpulver, sehr schön. Bürotischventilator, sehr schön eingepackt. Und ein Safe, den kann man auch noch aufmachen. So, und da ist er auch schon offen. Also, wie lohnt sich denn überhaupt nicht mit den Safes? Ich bin ein bisschen enttäuscht, was da drin ist. So, dann hier noch ein Hotdog eingepackt. Gut, jetzt können wir wohl mal an die Werkbank. Zeit wird's. Also, hier die Treppe wieder hoch. Jetzt ist nämlich Ruhe. Stellen wir die Rüstung mal kurz hin. Und dann erst einmal den Schrott verwerten und was wir so an Waffen eingesammelt haben. Ja, Jagdgewehr weg, weg, weg. Und eine Todeskrallenklaue kommt auch weg. Knochen und Leder drin eigentlich. Ne, ja, braucht keiner. So. Jetzt zur Modifikation und zum Reparieren wechseln. So, Brandaxt, reparieren, 11 Stahl, 6 Holz, 4 Kleber. Granatwerfer sieht gut aus. Den benutzen wir ja nicht so oft. Was haben wir hier noch? Das Jagdgewehr werden wir nutzen mal so wie Anime. Und taktisch handgefertigt, das ist auch noch in Ordnung. Sehr schön. Hervorragend. Hätten wir das. Können wir wieder in die Power Armor rein. Und dann gleich mal rüber zu dem Lager der Supermutanten. Beziehungsweise zu dem eben zu der Insendestelle da drüben. So, das ist ja nicht so weit. So, hier runter. Und dann muss das irgendwie in die Richtung sein. Ja, da trägt der Questmark auch direkt hin. Was wir da stehlen sollen. Wahrscheinlich Raketenwerfer oder so.
wäre so mein Tipp. Was würde Rose sonst wollen? Und hier kurz durch den Wald. Das haben wir ja schon mal gemacht. Da kam man aus Richtung des Turms und sind darüber. Und jetzt machen wir das mal umgekehrt nach vorn. Jut. Ich weiß hören. Ich auch. Ich höre einen Supermutanten. Da oben geht auf dem Dach. Wir spielen. So. Entleeren wir uns gleich mal. Oh, wir sollten gleich mal runtergekommen hier. So. Schade, dass man die AP-Leiste nicht sieht, wenn der da hinterm Zaun steckt. Willst du mich haben? Ja, was habe ich dich jetzt? Echt sauer gemacht? Das tut mir aber leid. Gut. So. Ach, die Tür kriegt man hier auch mal. Okay, außen rumlaufen. Auch sehr sinnvoll hier mit dem Zaun. Na gut. Der liegt vielleicht mal rum. Mittlerweile nicht mehr. Gut. Kronkorken, 308er Patronen, sehr schön. So, was hat der hierbei? Kronkorken, 308er Patronen und Schießpulver eingepackt. So, kicken wir mal oben noch kurz ruf. Da haben wir noch eben umgeschossen. Ja. Achso, der ist vom Dach gefallen. Na gut. Hier ist noch ein Kämpfer. Mal gleich mal die Brandachs wieder rausholen. So, und da mal rinieren. Mal gucken, ob der hier drin ist. Ja, da drüben steht er. Ausgabe. So. Aber. Kronkorken. Haarklammer. Glückwunsch! Sie sind der Gewinner der Great Appalachia Sweepstakes. Ich wurde bevollmächtigt, Ihnen Ihren Preis zu überreichen. Mhm. Great Appalachia Sweepstakes weiß Ihre Käufe und Abonnements sehr zu schätzen. Allerdings möchten wir Sie daran erinnern, dass Ihre Rechnung in Höhe von $73.428.66 überfällig ist und wir eine rasche Zahlung erwarten. Einen schönen Tag noch. Ich glaube, der verwechselt mich mit irgendwem. Aber ich muss was anderes machen. Glückwunsch! Erstmal noch hier die Maschinen, die wir soll ich das? So, wo ist der zweite Geschütz? Da drüben. Man haben das so ran. Okay, ist da Munition für Patronen? Doch, muss man mal wohl. So. Alle nicht. So. Da rennt er gerade weg. Na gut. Gut. Der muss mich wohl mit irgendwie verwechseln, der Mr. Preisbot da. Gut. Schauen wir uns hier mal um. Wo müssen wir jetzt hier was stehlen? Da drüben. Genau. In der Kiste. Raketenwerfer. Neigt doch richtig geraten. Haha. Raketenwerfer? Damit kann man es bestimmt ziemlich krachen lassen. Behalten Sie, was auch immer Sie gefunden haben. Sie haben es sich verdient. Okay, der nächste Teil wird ein bisschen eklig, aber auch skrupellos, also gefällt er mir. Allerdings dreht sich mir schon der Magen um, wenn ich nur daran denke. Andererseits hatte ich schon lange keinen Hunger mehr, also wer weiß, wie verzweifelt ich wäre, wenn es keine Nahrung mehr gäbe. So wie bei den Gourmets. Wir nannten sie so, obwohl sie in Wirklichkeit nur eins waren. Kannibalen. Ich werde sie niemanden verspeisen lassen, aber gehen wir das trotzdem durch. Ich habe eine Gruppe umherziehender wilder Ghule gesehen, die sie zur Strecke bringen sollen. Für Zielübungen sind die immer gut. Ich sage nicht, dass das von den Gourmets richtig war, aber niemand musste beim Verspeisen von Menschenfleisch oder Ex-Menschenfleisch Hunger leiden. Benutzen Sie einen Zahnstocher oder so, bevor Sie mich wieder besuchen. Ich will kein verfaultes Ghoulfleisch in Ihrem Atem riechen. Mhm. Na, du hast ja Ideen, Ros. Na gut. So. Patronen mal eingepackt hier. So, immer noch die Kiste hier auf. So, ne. Und dann müssen wir als nächstes uns darum kümmern, einen Ghoul zu töten. Das haben wir ja schon mehrfach gemacht. Da hättest du mal ein bisschen besser auffassen können, Jute Rose. Blutpaket, gelbe Farbe eingepackt. So. Und eigentlich brauchen wir jetzt eine Werkbank. Oh, oh. Achso. Naja, im schlimmsten Fall drüben. Bei, bei Paula wieder. Oh je. Achso, wir haben ja den Raketenwerfer dabei. Na gut, den brauchen wir nun eigentlich nicht. Jetzt können wir den nur hier lassen. Dann werden wir das Laufen eigentlich wichtiger. Ja, nee, hier gibt es keine Werkbank. Schade eigentlich. Gut.
Nummer 1 kurz ins Inventar. Weil er eventuell hier lassen können. Raketenwerfer 20 Pfund. Also bloß mit 6 Pfund überladen. Haben wir noch ein Sturmgewehr mit. Genau, den schmeißen wir das Sturmgewehr jetzt weg. So, ablegen. Weg damit. Sehr schön. Töte einen wilden Ghoul heißt das als nächstes. Wo muss man da hin? Zeigt er mir hier nur Stand. Oh, da hinten. Oha. Da müssen wir uns ein bisschen auf den Weg hin machen. Eieiei, wie kommen wir denn jetzt da am günstigsten hin? Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Wir sind hier und müssen da unten hin. Na, das ist ja ungünstig. Dann würde ich sagen, das können wir gleich wieder mit dem Ausflug verbinden und hier lang. Ja, dann werden wir mal... Wo werden wir da am besten hin? Genau. Zu Bleeding Gates Grindhouse. Dann machen wir uns da auf der Straße weiter auf den Weg und gucken uns das mal eine Gegend durch an. Das finde ich gut. Gut, das wird ein bisschen länger dauern, bis wir da sind. Na gut. Erstmal zu Bleeding Gates Grindhouse, dem Raider-Kino. So. Da sind wir bei Bleeding Gates Grindhouse. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Richtung wir jetzt hier überhaupt angekommen sind. Ah ja, wir müssen einfach mal durch. Machen wir das. So. Ah, Stechflügler, okay. Kümmern wir uns kurz um den. Ja, oder er kümmert sich schon um uns. So. Stechflüglerfleisch, noch ein Stechflügler. Jetzt hat es aufgehört zu summen, sehr schön. Und ein bisschen dunkel hier, machen wir mal das Licht an. So. Was haben wir denn hier noch? Ah ja. Wir waren beim ersten Mal hier und haben dieses Terminal nicht gesehen. Gut, dann kicken wir uns jetzt mal in Kates Terminal. Schauen wir mal rein. Inventar. GNN Sondersendung, eine präsentielle Affäre. Zustand schlecht. Ah ja, das sind die Filme, die sie haben. GDA Buttercut Montag Montagevideo. Mhm. Die ersten 8 Minuten fehlen. Dance Urlaubsvideo aus DC. Also ganz offensichtlich, ganz tolle Filme hier. Na gut, was haben wir hier noch? Hinweise. Top of the World Promo. Jamus behauptet, er hätte ein Promo-Video für Top of the World gefunden. Er sagt, es zeige glückliche Familien beim Skifahren oder beim gemeinsamen Essen und alle lächeln einander zu. Eins muss ich ihm lassen, wer weiß, wonach wir suchen. Falls es ihm wirklich gelingt, den Film zu produzieren, überlege ich mir, seine Sperre aufzuheben. Damit macht er die Sache mit den Kröteneiern zwar nicht ganz vergessen, aber was soll's, der Gestank ist eigentlich so gut wie weg. Babyvideos, oh. Rose hat in Charleston anscheinend ein paar Babyfilme gefunden. Sie sagt, sie seien in gutem Zustand, aber ich weiß, dass sie dort gerne in den Wohnungen herumstöbert und da ist immer alles mit Dreck übersät. Wahrscheinlich werde ich sie ihr trotzdem abnehmen. Wir brauchen mehr Kunden aus Louisburg. Wenn Rose Gruppen rüber nach Charleston bringt, könnte sie auf dem Rückweg hier Halt machen. Babyfilme. Wann bringt mir endlich mal jemand ein Exemplar von... Oh, Spexophobia? Na gut. Safe-Steuerung. Ne, das Safe haben wir ja wohl schon offen. Ja, Safe ist unverschlossen. Hervorragend. Thema erledigt. Und hier summt noch irgendwas. Kranker Stechflügler. Der war jetzt hier irgendwie auf der Durchreise. Gut, auf Wiedersehen. Hätten wir das. Haben wir mal gelesen, was die hier so an Filmen hatten. Wollen wir uns hier nicht weiter groß aufhalten. Und machen uns hier einfach weiter auf den Weg. Gucken wir hier noch ganz kurz mal in den Koffer. Ne, krieg mal nicht. Das genau. Gut, geht nicht. Gut, wenn nicht. So, machen wir einen schönen Spaziergang hier am Rande des Waldes. Da mal da drüben. Mhm, wollen wir mal einen Blick hinwerfen. Eine Statue, eine gehörte Statue wieder, das ist jetzt so ein Totem quasi. Mhm. Gut. Das gehört garantiert zum Mottenmamm-Kult. Würde ich mal behaupten. Gut. Hier auch nochmal. Eine Gasmaske mal mitnehmen können? Nee, die ist da fest verbaut. Gut, haben wir das. Wir sehen. Können wir weitermachen. Boah, hier, da. Die Straße runter.
Bis zu meiner Oma irgendwo ankommen. Da vorne haben wir ein paar Ghule. Was ist das denn? Verbrannwander sind's. Ah ja. Komm, meine Granate geflogen. Und ferne Brandbestie. Sollte gleich. Ui, wir haben zwei Brandbestien. Eine. Ja, und die greift uns an. So viel zu dem frommen Wunsch, dass wir meine Brandbestie wiederfinden. Was haben wir da vorne noch? Atoschkuh. Ich hab doch geschossen. Wir müssen uns mal erstmal mit dem Verbanden hier auseinandersetzen. Ganz schnell. So, bleib stehen. So, da hinten, der schießt auf uns. Das finde ich nicht gut. Und aber die Brandbestie. Gut. Brandbestie. Komm runter. Mal gucken, ob die jetzt landet. Klingt irgendwo fest. Oh mein Gott, also. Wenn man mal sehen könnte, wäre das echt von Vorteil. Aber so bringt das ja überhaupt nicht. Kein Gegner. Die geht ja überhaupt nicht. Simpack erstmal erzündet. Also da kann man ja gar nichts machen. Das ist ja völlig albern. Gut. Wenn die jetzt hier nicht langsam mal aufhört, das bringt ziemlich gar nicht. Wollen wir mit der Uni auseinandersetzen. Also da oben, das ist ja. Da kann man ja auch frustrieren. Wird auf jeden Fall schon mal die Automatikwaffe ein bisschen Schaden gemacht, habe ich mal gesehen. So, wie kriegen wir die jetzt hinter Kontrolle, ist die Frage. Wir haben den Rissstandort gefunden, aha. Und irgendwas schießt ja noch an der anderen Seite, also das drückt woher an erstmal wieder, dann das verbrannten Wanderer. An den erstmal schnell weg, so. Eine Schadensquelle weniger. Dann wollen wir hier ins Blinde blind ins Leere schießen, das ist natürlich toll. Oh, schön wäre, wenn die landen würde. Das wäre deutlich einfacher. Aber wer schießt denn hier noch? Ach komm, so ein kleiner Verbrannter hier. Nervst. Umfallen. Gut. Den erstmal weg. So, die Brandbestie wieder. So, jetzt landet die da hoffentlich mal. Nee, tut sie nicht. Bleib stehen. Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Also wirklich, das ist ja albern hoch 3. Also man sieht ja vor lauter blauen Kugeln hier überhaupt nicht. Da ich auch gerade, wie sie lesen, ja, in den letzten Ankündigungen, dass es so an Patch-Notes oder ähnlich mal geben soll, dass also das absolut übertrieben ist und sie darunter fixen wollen. Also auf jeden Fall reduzieren wollen. Aber hier verfolgt ja nur die Simpex. Hab aber nicht mal eine Chance, irgendwie auch nur im Ansatz was anzuzuvisieren. Die landet nicht mal, finde ich ganz genial. Macht unheimlichen Spaß, muss ich mal sagen. Albern hoch 3, ehrlich. Völlig lächerliche Angriffe. Kann nur hier irgendwie mit dem Watz arbeiten. Dann sind ja die APs runter. Ja, also. Macht sich sehr gut auch auf dem Video, weil ich hier so sehen kann. Ah ja, und wir haben wohl den Rissstandort gefunden. Hervorragend. Das finde ich genial. Das macht Spaß. Also wenn man dann hier einfach noch in ein Loch fällt, weil man nichts sieht. Also total tolle Geschichte hier, muss ich mal echt sagen. Kann man hier hinreisen? Ja. Kann man hier gleich das aufnehmen. Gut, an unsere Leiche werden wir ja wohl nicht rankommen. Also wirklich brillant. Echt extrem brillant. Ein Riesenloch hier in der Mitte von der Straße offensichtlich, mit Barren gefallen sind. Und da ist die Brandbestie wieder. Hervorragend. Bei den ganzen Quatsch nochmal. Gut. Gut, da sollte man nicht rinfallen. Das haben wir jetzt rausgefunden. Schön. Moment, sie ist jetzt am Boden. Denk gleich mal. Oh, erstmal nachladen. Mal kicken. Das sieht gut aus. Au. Okay, sie steht jetzt direkt vor uns. Mal kicken. Als du die Axt machst, das sieht gut aus. Also wenn man sie hier so kriegt, geht das. Ich hoffe, wir können sie unten halten. Das sieht doch so aus. Machen wir das. So, mal ein bisschen Bass drin hier. Mal kicken. Ja, also so sieht das aus.
Dauert ein bisschen, aber ja, das ist ja auch hoch. Und man muss bloß diesen mistblauen Strahlen ausweichen irgendwie. So. Wenn man irgendeine Chance hat gegen die. Und wenn man dann nie ins Loch fällt. Also nochmal mit dem Watz. Simpack automatisch gezündet worden, sehr schön. Wenn man hier nicht wirklich weit sieht, ist das echt ein bisschen schwierig. So, weiter. Komm runter. Zeig dich. Wo ist jetzt wieder hin? Irgendwie da hinterm Baum. Und? Ja, überhaupt nichts zu sehen. Ja, aber man kann zumindest sehen, dass die HP-Laste sich dezent bewegt. Immerhin. So, mal in die andere Richtung kicken, ob das was hilft. Nö, hilft nicht so richtig. Also, das ist eine zähflüssige Angelegenheit hier, muss ich mal sagen. Naja, können wir mal ein bisschen unsere Stimpack-Vorräte einsetzen, das finde ich wohl nicht so verkehrt. So, kommst du jetzt mal wieder runter da, bitte. Das wäre nämlich ernsthaft reizend. Dann können wir dich nämlich wirklich mal bekämpfen. Mit dem Kampf hat das ja nicht wirklich was zu tun hier. Das ist ja ein einziges Rumgebrülle. Kann man das oben machen? Ich versuche es mal. Ne? Das hilft nicht unbedingt, wenn man die da oben abschießt mit dem Granatwerfer. So, komm wieder runter. Dann können wir uns nämlich wirklich kümmern. Was ist jetzt? Jetzt zeigt das irgendwie an. Nur wieder aus dem Watz raus. So. Jetzt ist sie unten oder was liegt da? Gut, dann schnell mal hier ins Inventar und die. Wo sind die Plasmagranaten? Da sind die Plasmagranaten. Wo? Rüber. Ich sehe ja nichts. Mal gucken, ob die Plasmagranate da irgendwas ausrichtet. Nee, nur von dem Zeug. Also. Das ist ein reiner Glückskampf. Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Da oben. Also ich glaube nicht, dass das so sein soll. Schon wieder ins Impact gehen, ja? Noch der Baum im Weg. Aber wir halten sie aus. Das ist schon mal gut. Kicken, wie lange wir das noch durchhalten hier. Also wenn sie jetzt wieder runterkommen würde, dann könnte man hier wenigstens mal ein bisschen Schaden machen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so. Ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt, um die runterziehen. So, wollen wir nicht wieder in den Spalt fallen? Ist schon wieder weg. Das ist ein anstrengendes Tier. Jetzt ist es wieder unten, sehr schön. So. Plasmagranate. Plasmagranate. Die ist schon wieder hoch. Oh ne. Naja, auf 50% haben wir so schon mindestens schon mal. Kann man eigentlich bloß irgendwie da ins Blaue schießen im wahrsten Sinne. Naja, blaue. Naja, das grüne. Grün-blaue. Naja. Irgendwie jetzt vorwärts, aber langsam. Wo ist jetzt schon wieder hin? Da steckt sie immer wieder mal. Schlecht zu folgen, weil einfach ja nichts sieht. So spannend ist war dann, ehrlich gesagt. Das ist nur anstrengend. Halt. Oh oh. Die Munition nimmt langsam ab. Das ist nicht gut. Das ist noch rund 200 Schuss. Wo will sie denn jetzt hin? Ist auch so nah ab.
bitte wieder landen. Das wäre sehr freundlich. Kommt der nächste Angriffswelle hier? Naja, nun machen wir hier. Wollen ja auch noch mal weit. Wir wollen ja auch noch fertig werden. Komm mal runter. Landen bitte. Z, komm runter. Jetzt rennt die da. Jetzt wird die da hinten lang. Lass mal ein Stimpack wieder mal. Und jetzt schon wieder hin. Dreht ihr ihre Kreise bei uns und kommt hier runter. Was soll denn das? Was bringt's ohne so, okay? So. Mal einen Cola Quantum kurz mal rinnehmen. So. Weg schießt so. Quantum Cola Quantum schnell hier. Da muss man sich irgendwo hinstellen. So, ein paar AP. Vielleicht müsste man das vielleicht auch noch schneller hier für den Kampf legen. So. Ist schon wieder weg. Stehen. Kommst du runter? Siehst du das? So, Plasmagranate dahin. Ich versuche ja nochmal, der Brandax ist da ja eingehen sieht. Also bleib stehen. Vielleicht hätten wir so dann unten aufgezogen. Das ist langsam. Und die Powerrüstung ist beschädigt. Nicht gut. Ah, ich glaube, jetzt haben wir also die Kurve für die erste Brandbeste. So, jetzt reicht's ja aber. Kann ja nur noch um Stunden handeln. So. Mal einen Meter beiseite und nochmal eine Plasmagranate hin. So. So. Sehr schön. Na gut, so viel macht die nicht aus. So. Fall oben. Noch mal keine Lust mehr auf dich. Ja, sie wieder oben. So. Ja, bleib hier. Haben wir schon den kritischen Treffer eingelegt. Kurzen Schlag geschwätzt. Sehr schön. Ein bisschen Schaden gemacht, hoffe ich. So, was haben wir bloß noch? 75 Schuss. Also irgendwie, das wird hier bloß mit dem Watt so richtig. Dass er alle um einen hinschießt. Wie irgendwie bloß auf die Quelle schießt. Oh, aber viel ist da nicht mehr übrig bei ihr. So, eine ist die Simpex haben wir noch. Also das Spiel kann man noch weitermachen, mein Freund. So. Dahinter vor. Folge, was ist uns hoch hinterm Baum? Komm mal hoch. Oh, ja. Also, die scheint mir die aber besonders aggressiv zu sein. Da war die andere, die wir damals hatten, nicht im Ansatz so freudig beim Schreien. Oh, jetzt aber, als falls du hier mal um bitte. Mehr viel übrig. Kann eins nicht sein hier. Und ordentlich beschädigt die Beine. Und nochmal ein Zimbeck gezündet. So. Bleibst. Ein Kampf. Der ist richtig episch. So. Wenn du jetzt mal runterkommst, haben wir dich gleich. Den Blackbook nehmen wir ja nicht. Das ist royal. Genug. So, jetzt versteckt die sich da wieder hinterm Baum. Komm her. Nein. Hau nicht ab. Machen Sie sich die Mühe. Sei kein Radskorpion. Ich mach hier nicht den Radskorpion. Oh, mal kicken, ob die sich jetzt hier nochmal dazu hinreißen, das zu landen. Wenn er jetzt nochmal landet, ist er im Eimer. Na, jetzt geht wirklich nicht mehr viel. Jetzt ein paar AP hier. Oh, 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 oh.
34 Schuss hier drin. Oh. Ich meine, das wird das Ameise machen. So. Wo ist jetzt wieder hin? Nicht hier so wild rumfliegen. 15 Schuss noch. Ach du Schreck. Hinter dem Baum vorkommen. So, das mache ich einfach. Fatz. Oh, gleich erledigt. Du fall um, komm her. Elf Schuss noch. Oh ja, das geht genau aus, würde ich mal sagen. Und wieder ins Watz. Und noch einen kritischen Schlag. So. Der ist ja nicht mehr zu sehen. So, jetzt ist unsere Waffe alle. Leer. Hat auch immer. So, jetzt mit der Pistole hier die letzten HP. So, wo ist er hin? Wie schafft ihr das denn hinter uns? Wir kommen wieder in der kurzen Zeit. Wo ist er? Da oben ist er. Und hier der letzte Rest. Und sie ist erledigt. Und wir sind Stufe 40. Nein, das ist doch ein würdiger Abschluss für all. Also damit Stufe 40 zu werden, sehr genial. Hervorragend. Gut, hätten wir das. Na, das schreit doch nach einer... Nach dem Screenshot. Das war unsere erste Brandbestie. Wow. Das war aber anstrengend. Meine Güte. So. Puh. Gut. Haben wir noch einen schönen Screenshot von machen. Aber mit dem Anblick der Brandbestie werde ich mich von euch jetzt schon mal verabschieden. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und diesen, ja, ersten Erfolg hier mit angesehen habt. Gut. Ich sage, macht's fein. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal.